Ja, wir sind die Wurstbande, wir kommen aus Berlin, sind ein Illustrations- und Wandgestaltungskollektiv, sind beide 21 Jahre alt und ja, habe ich schon gesagt, dass wir aus Berlin kommen? Okay. 2007 das haben wir... Gründungsjahr. Das, genau, das Gründungsjahr gewesen. Und du bist, glaube ich, schon auch länger dabei als ich, bin ja erst später zugestoßen. Und das war eher so, fing eher so an mit so, als so ein Freundeskreis, der halt irgendwie zusammen, weiß ich, ne, abends also am Wochenende weggegangen ist, zusammen auf Partys war, auf Konzerten war. So entstand das und daraus hat sich dann irgendwie mehr entwickelt hat. Bei mir war es auf jeden Fall so das Skateboardfahren, wo man ja eh schon irgendwie viel im öffentlichen Raum ist und irgendwie schaut, wie kann man den für sich nutzen. Und daher kam vielleicht auch so ein bisschen so das Verständnis dafür. Dieses Ganze, dass man halt was im öffentlichen Raum macht, war halt auch einfach so ein bisschen so ein Leidenschaftsding. Also hat man vielleicht gar nicht richtig nachgedacht, dass man jetzt das macht deswegen, weil es das ist, sondern es war so, hat sich gut angefühlt, es war cool und... Irgendwann hat es sich dann nicht mehr gut angefühlt und dann hat man sich so ein bisschen zurückgeschraubt. Ich glaube aber, es war so ein schleichender Prozess, dass man dachte, ja, da hält man sich jetzt ein bisschen raus, vielleicht jetzt gerade aktuell, dass man sich denkt, ja... Ist vielleicht schöner, dann nicht immer da in diese Urban-Ecke gesteckt zu werden, sondern auch mal was Illustratives zu machen. Ich glaube, so ein bisschen der Übergang kam vor allem, weil man ja nicht nonstop draußen produzieren kann, sondern halt irgendwann auch am Schreibtisch sitzt und lieber trotzdem das Bedürfnis hat, irgendwas zu machen. Und dadurch eh schon irgendwie, weiß nicht, wir sind ziemlich früh dann irgendwie auch zum Siebdrucken gekommen und haben uns damit viel auseinandergesetzt. Und dann irgendwann war das so ein logischer Schritt, dass man... irgendwie so eine große Anzahl von Arbeiten hatte, die sich eher so auf draußen konzentriert haben. Und war auch ziemlich viel, wo man gemerkt hat, boah, das hat damit gar nichts mehr zu tun. Das ist irgendwie eher was anderes so. Und es geht vielleicht mehr so in die gestalterische, illustrative Richtung. Mhm. Was dann so ein anderer kleiner Berg war. Und was davon vielleicht beeinflusst ist, schon, aber damit halt nicht mehr schon was Eigenes von Grund irgendwie ist. Auf zusammenhängt. Genau. Ja. Generell treffe ich immer Entscheidungen zusammen, ne? Ja, ich glaube, das ist nicht so, dass einer dann sagt, ja, so und so läuft's. Und ich glaube, das kommt von beiden. Es wird schon zusammen entschieden. Also klar, also wir ticken halt irgendwie beide ziemlich gleich. Das ist ganz gut. Wie Lynn tickt manchmal ein bisschen besser als ich. Und deswegen muss ich manchmal auch immer lieber dann auf Lynn hören, wenn ich im ersten Moment denke, oh, das ist cool. Und dann sagt Lynn, hey, aber überleg mal so und so. Und dann denke ich, ah, ja, stimmt. Woran erkennt man denn Wurstbandebild und seinen Stil? Also wir haben auf jeden Fall irgendwie, ich würde sagen, naiv, auf jeden Fall, lose. Ja, so viele Charakter auf jeden Fall mit eingebunden. Und was wir irgendwie viel nehmen, sind so ziemlich dumme Zitate. Also so umso dümmer die sind, umso besser sind sie. Also wir, ja, süß, aber dumm. Süß, aber dumm trifft es ganz gut, was wir machen. Ja, süß, aber dumm beschreibt es ganz gut. So. Die Charakter sehen alle ziemlich süß aus, aber eigentlich ist es alles ziemlich dumm. Und diese Zitate halt, da bedienen wir uns ganz oft irgendwie bei irgendeinem Blödsinn, den man so mitkriegt, wenn man auf der Straße rumläuft und irgendjemand läuft an dir vorbei und du schnappst nur so einen Satzfetzen auf und der hat sich so bescheuert an, dass du sagst, ey, das ist so gut oder das muss verarbeitet werden und dann zack, dann kommt das mit in die Bilder rein. Also, ja, woran erkennt man Wurstbandebild an dem dummen Spruch, der irgendwo steht? Wahrscheinlich.